herzlich willkommen, liebe Natur- und Vogelfreunde. Heute vor allem auch liebe Gartenbegeisterte und Balkonliebhaber. Zu einem neuen Video aus dem Garten der Blaumeise. Auch wenn bei euch jetzt vielleicht schon die ersten Frühlingsblumen blühen, bei uns im Randbereich des Bayerischen Waldes auf 600 Metern Höhe liegt jetzt im Februar noch richtig Schnee. Es geht mir heute vor allen Dingen um die besondere Bedeutung von naturnahen Gärten und Balkonen für den Arten- und Naturschutz. In den Zeiten des Klimawandels und des immer rascher und dramatischer voranschreitenden Verlustes an Arten macht es für jeden Sinn, in seinem Garten und auf seinem Balkon Aspekte des naturgemäßen Gärtnerns umzusetzen. Private Naturgärten gelten inzwischen tatsächlich als ein wichtiger Ansatz zur Lösung des Problems des Artenrückgangs. In Deutschland gibt es immerhin 17 Millionen Gärten und damit sind wir in Europa führend. Wenn wir dazu noch die Flächen aller Schrebergärten rechnen, die möglichen Blühflächen auf allen Balkonen und die Flächen zum Begrünen von Hauswänden oder Flachdächern, dann ergibt sich doch ein großes Potenzial, das wir zur Rettung unserer Arten nutzen können. Wir können den Wert möglichst natürlich gestalteter und bepflanzter Bereiche für den Erhalt unserer heimischen Tierwelt nicht hoch genug einschätzen. Und zwar nicht nur im Sommerhalbjahr, sondern gerade auch im Winter. Die enorme Bedeutung eines Naturgartens für die Artenvielfalt lässt sich im Frühling und im Sommer natürlich viel eindrucksvoller erleben und vermitteln. Im Winter, wenn die Natur schläft und die Farben erdig und gedeckt sind, müssen wir genauer hinsehen, um die leisen Wunder zu bemerken, die unter der Schneedecke, dem Laub und unter umgeknickten Halmen und Stängeln verborgen sind. Es entsteht ein Mikroklima, das heißt, es ist wärmer als außerhalb, so wie in einem Mini-Iglu. Hier können unzählige Insekten, Larven, Käfer oder Spinnen überwintern. Besonders in der kalten Jahreszeit benötigen unsere Insekten, die Vögel und Igel, aber auch viele kleine Säugetiere, Lurche und Kriechtiere, dringend solch naturbelassene Flächen und wilde Ecken, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Sie finden im Naturgarten genügend Zufluchtsorte, Versteckmöglichkeiten und Überwinterungsquartiere. Nach diesen suchen sie, genauso wie Hasen, Rebhühner oder Wachteln, in unseren modernen, leeren, ausgeräumten, geradezu lebensfeindlichen Agrarlandschaften vergeblich. Doch auch manche allzu ordentlichen Gärten sind weniger vielfältige Lebensräume als eher ökologische Wüsten. Naturnahe Gärten, aber auch Balkone bieten nicht nur unseren Insekten wertvolle Lebens- und Überlebensräume an. Auch unsere Vögel finden hier Bedingungen vor, wie sie ihnen auch draußen in der Natur entsprechen. Jetzt im Winter kommen sie deshalb auch besonders zahlreich an die Vogelhäuschen in den Naturgärten. Da ihnen ihre Sicherheit sogar wichtiger ist als das Futterangebot, schätzen sie besonders Büsche, Sträucher oder auch Bäume in der Nähe der Vogelhäuschen. Hier finden sie Ansitzmöglichkeiten zum genauen Beobachten, Schutz vor Feinden und sogar Übernachtungsmöglichkeiten bei den eisigen Temperaturen. Allerdings dürfen wir uns nichts vormachen, auch wenn viele Vögel an unsere Futterhäuschen kommen. Wir erreichen mit unserem Futterangebot meist nur die häufigeren und robusteren Arten, so etwa die Meisen, die Amseln, die Finken, den Eichelhäher oder auch mal einen Specht.
Die scheuen, selteneren lassen sich kaum an unserem Futterhäuschen blicken, weil sie den Trubel meiden. Sie sind dann weiter auf das Angebot draußen in der Natur angewiesen. Doch auch mit einer naturgemäßen Bepflanzung unserer Gärten können wir solch scheuen Arten, Futterressourcen und die dringend benötigten Rückzugsmöglichkeiten anbieten. Mit natürlichen Nahrungsquellen und einer natürlichen Umgebung ist den Vögeln noch viel mehr geholfen als nur mit Vogelfutter. Störche, die jetzt auch im Winter noch Beeren tragen, wie hier bei uns der gewöhnliche Schneeball mit seinen schönen leuchtend roten Beeren, aber auch Ligusterbeeren oder Hagebutten, bilden für unsere Vögel bis in den späten Winter eine wichtige Nahrungsquelle. Auf naturbelassenen Flächen finden sie auch jetzt noch feine Sämereien, etwa von der Brennnessel. Und werden im Herbst die Stängel von Blumen und Stauden nicht alle abgeschnitten, so finden die Tiere noch immer vereinzelte Samenstände, die sie auch bis zum letzten Körnchen fein säuberlich abpicken. Unter Herbstlaub, das als Mulchschicht aufgebracht wurde, zum Beispiel auf den Beeten oder unter den Sträuchern, finden die Vögel noch Insekten und Larven, die ihnen als proteinreicher Snack dienen. Sogar der Maulwurf kann die Speisekarte unserer Vögel bereichern. Er hält ganz eindeutig keinen Winterschlaf. In den aufgeworfenen Maulwurfshügeln machen sich unsere Amseln gerne auf die Jagd nach unfreiwillig an die Oberfläche beförderten Käfern, Larven oder dem ein oder anderen verblüfften Wurm. Sogar auf jedem Balkon, und sei er noch so klein oder auch in der Großstadt gelegen, können wir unsere Tierwelt in jeder Jahreszeit durch naturbewusstes Gärtnern unterstützen. Wenn wir auch hier unsere Blumen und Stauden über den Winter in den trögen Töpfen oder Kästen stehen lassen, bieten wir den verschiedensten Insektenarten in den hohlen Stängeln oder auch Blattachsen einen Überwinterungsplatz an. Das sind dann wesentlich sinnvollere Insektenhotels als so manches aus dem Baumarkt oder Gartencenter. Jetzt, wenn die Tage länger werden, machen sich die meisten Gärtner schon bereit, die neue Saison zu eröffnen. Es ist jetzt genau die richtige Zeit, um sich mit dem naturgemäßen Gärtnern zu beschäftigen und Veränderungen zu planen. Gerade für Menschen, die weniger Zeit für eine anspruchsvolle Gartenpflege erübrigen können, bedeutet das beim naturbewussten Gärtnern viel weniger arbeiten als im gängigen Ziergarten. Wie etwa das häufige Harken, Unkrautjäten, Rechen oder die aufwendige Rasenpflege. Jetzt im Frühjahr Rasen vertikulieren, Rasen düngen, Rasen gießen, Rasen mähen, Unkraut aus dem Rasen entfernen, Moos aus dem Rasen entfernen. Im Naturgarten entfällt dann auch im Herbst der Schnitt vieler Gräser und Stauden. Heimische Wildpflanzen sind oft wesentlich resistenter gegen Trockenheit als gezüchtete Kulturpflanzen. Das bedeutet weniger Gießen und Wasserverbrauch. Auch Krankheiten oder Fressfeinden wie Blattläusen und Schnecken widerstehen sie meist problemlos. Auch auf jegliche Art von Gift wird im naturgemäßen Garten verzichtet. Denn der unbedachte Einsatz von Gift hat immer schreckliche Folgen, gerade für die Lebewesen, die wir ja schätzen und schützen wollen. Weniger bedeutet im Naturschutz oft sehr viel mehr. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, ganz ohne Planung oder Pflege kommt auch ein Naturgarten nicht aus. Er soll ja immer noch ein Garten sein und keine Wildnis. Das bedeutet, man sollte sich vorher genau überlegen, was man als Garten- und Balkonbesitzer von seinem grünen Reich selbst erwartet und was man vor allen Dingen schön findet. Denn man selbst sollte sich ja in seinem Garten auch wohlfühlen. Er sollte unserer Freude, unserer Entspannung und unserer Gesundheit dienen.
Wenn man im Sommer so über die Gartenzäune späht, kann man häufig sehr gepflegte und stylische Gärten bestaunen. Doch darin scheint sich selten jemand aufzuhalten. Nur der automatische Rasenmäher brummt und der Rasensprenger. Gut, abends wird dann manchmal auch gegrillt. In naturnahen Gärten sieht das meist anders aus. Alles summt und brummt und blüht vor Lebendigkeit und zieht nicht nur die Tiere an, sondern auch die Menschen und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Das wurde sogar wissenschaftlich erforscht, und zwar durch die berühmte Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Deutschland. Dabei stellte sich heraus, dass die Menschen sich umso glücklicher fühlen, je höher der Artenreichtum in ihrer näheren Umgebung ist. Das wurde anhand der Vogelpopulation gemessen. Je mehr Vögel sich in der näheren Umgebung aufhalten, also etwa im Garten oder im angrenzenden Park, desto höher ist auch die Lebenszufriedenheit der Menschen. Von den 25.000 Teilnehmern an der Studie wurde dies sogar gleichgesetzt mit einem höheren Einkommen. Als Naturfreunde haben wir das aber immer schon gewusst, oder? Den Artikel zu dieser interessanten Studie werde ich euch unter dem Video verlinken. Wenn ihr euch tiefer mit dem Thema Naturgärten beschäftigen wollt, so findet ihr inzwischen wunderbare Beiträge dazu im Internet. Auch einige Bücher kann ich euch wärmstens empfehlen. Meine Tipps dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und noch einmal ganz hinten am Ende des Videos. Ausführliche Anleitungen und Beschreibungen zu Wildpflanzen findet ihr auch bei Markus Burkhardt, dem Naturgartenexperten, in seinem Shop. Die Online-Adresse dazu habe ich hinten auf der Literaturliste vermerkt. Sogar die Gartenzeitschriften greifen dieses Thema inzwischen auf. Naturgärten sind in. Und zwar nicht nur die Zeitschriften über die Landgärten, sondern sogar ganz konservative Gartenmagazine. Es ist sehr wichtig, sich zuerst darüber zu informieren, welche Pflanzen und Tiere in euren Garten passen und welche Bedürfnisse sie haben. Deshalb gilt es auch, Zusammenhänge zu durchschauen. Es genügt zum Beispiel nicht, ein prächtiges Insektenhotel aufzustellen, ohne in der nahen Umgebung ein Blütenangebot für die Tiere bereitzustellen, und zwar durchgehend vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst. Ihr müsst auch nicht sofort euren gesamten Garten umgraben und alle nicht heimischen Pflanzen ersetzen. Auch in einer konventionellen Gartenanlage hat sich ein Gleichgewicht unter den Lebewesen eingestellt, das ihr bei allzu großem Aktionismus zerstören würdet. Seid also geduldig und behutsam bei euren gärtnerischen Maßnahmen. Ihr könnt es als Achtsamkeitstraining sehen, für das ihr dann in Kursen viel Geld ausgeben würdet. Genießen und Tee trinken ist angesagt und beobachten. Wenn ihr zunächst einmal kleinere Bereiche umgestaltet, dann habt ihr nicht das Gefühl, der Garten könne verwahrlosen und außer Kontrolle geraten. Denn das ist meist die größte Sorge von beginnenden Naturgärtnern. Und ich denke, mit dem Bedürfnis nach Kontrolle hängt auch unser häufig deutlich überzogener Ordnungsdrang zusammen. Es macht keinen Sinn, einen Garten mit denselben Sauberkeitsmaßstäben zu messen, die wir an unser Wohnzimmer oder die Küche anlegen. Die Natur räumt nicht auf, denn sie ist Meisterin im Recyceln und arbeitet in Netzwerken und Kreisläufen. Wir sollten also lernen, mit ihr zusammenzuarbeiten und auch unsere Feindbilder zu überdenken. Wenn wir uns darin üben, die größeren Zusammenhänge zu erfassen, dann hören wir von selbst auf, die natürlichen Gegebenheiten in gut oder schädlich, als schützenswert oder feindlich, schlampig oder ordentlich einzuordnen. Es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Die Natur lebt, sie verändert sich und ist kein starres, immer gleichbleibendes Kunstwerk. Über Blattläuse und Ameisen ärgern wir uns bestimmt weniger, wenn wir bedenken, dass ihre geflügelten Formen
zum sogenannten Luftplankton gehören und sich etwa die Mauersegler, aber auch viele Schwalben fast ausschließlich von solchen Mini-Insekten ernähren. Auch unsere Meisen können etwa 800 Blattläuse täglich fressen oder an ihre Jungen verfüttern. Der Grünspecht ist bei seiner Nahrungssuche auf die Puppen der von uns ungeliebten, aber für die Gartenökologie unentbehrlichen Wiesenameisen angewiesen. Und wie es eine weise Biogärtnerin auf die Klage einer Kundin hin einmal ausdrückte: Ach, Sie haben Blattläuse. Dann ist ja alles in Ordnung. Viele Gartenbegeisterte juckt es in den ersten warmen Tagen bereits in den Fingern, um welkes Laub und andere winterliche Überreste zu entsorgen und alles für die erste frühlingshafte Kaffeerunde im Freien schön herzurichten. Auf der Terrasse oder den Rasenflächen ist das durchaus angebracht. Doch bitte belasst das welke Laub oder andere Winterabdeckungen, etwa durch Tannenzweige, unbedingt noch auf den Beeten. Unsere Insekten brauchen weiterhin ihren frostfreien Winterschutz. Die Regel der Eisheiligen gilt nicht nur für empfindliche Pflanzen, sondern auch für sehr viele Tiere. Aus denselben Gründen wird der Rückschnitt der Stauden auch auf den Zeitpunkt nach den Eisheiligen verlegt. Da das für die meisten Gärtner aber kaum auszuhalten ist, na, dann schneidet die Stauden in eurem Blickfeld wenigstens nur um ein kürzeres Stück zurück. Dagegen sieht es nicht nur schön aus, sondern hilft besonders den ersten Hummeln und Bienen, die sich schon bei wenigen Grad über dem Gefrierpunkt auf Nahrungssuche begeben, wenn ihr ihnen ein reichhaltiges Buffet an nektarreichen Frühblühern serviert. Falls solche Blumen nicht bereits auf eurem Balkon oder im Garten wachsen, sehen sie ja auch in Töpfen wunderbar aus. Vor allem die winterharten und sogar im Winter blühenden Schnee- oder auch Christrosen bieten sehr viel Nektar und Pollen und sollten in keinem Garten fehlen. Sie blühen sogar schon vor den Winterlingen und Schneeglöckchen und versorgen die Insekten. Sie halten sogar Minusgrade bis unter 10 Grad aus. Die Wichtigkeit von Naturgärten wird inzwischen verstärkt auch durch die Politik aufgegriffen. Es entstehen auch immer mehr private und öffentliche Initiativen zur Förderung naturnahen Gärtnerns. Seit dem Jahr 2018 gibt es in vielen Bundesländern und Gemeinden die Initiative zur Prämierung besonders wertvoller Naturgärten. In Bayern läuft das unter dem Motto Bayern blüht. Jeder Naturgartenbesitzer kann sich an seinem Landratsamt bewerben. Letztes Jahr wurden etwa im Raum Deckendorf in Niederbayern 10 Naturgärten prämiert. Zum Beispiel dieser Garten des Cafés Landpartie von Frau König in Sicking. Er wurde bereits im Jahr 2021 ausgezeichnet. In meinen Augen verdienen dort auch die köstlichen, selbstgemachten Kuchen einen Preis. Im Sommerhalbjahr werde ich viele andere Naturgärten in der Umgebung besuchen und euch darüber berichten. Dann sind sie auch in ihrem wunderschönen Blütenkleid zu sehen. Doch wirklich jeder Naturgarten, sei er klein oder groß, und natürlich jeder liebevoll und möglichst natürlich bepflanzte Balkon. Auch jede so wunderschön begrünte Fassade wie hier bei diesem Geschäft. Sogar ein Naturgarten, der auf einem Boot angelegt wurde, wie hier in Amsterdam. Sie alle bieten eine äußerst wertvolle Unterstützung für unsere gefährdete Natur. Rettungsinseln für unsere Insekten, Vögel und für viele, viele andere Lebewesen. Wenn ihr auch Naturverbündete seid oder es noch werden wollt, so abonniert doch bitte meinen Kanal und leitet dieses Video weiter. Es folgen noch meine Literaturtipps zum naturnahen Gärtnern, gleich jetzt im Anschluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen dazu inspirieren, euch auf dem Balkon oder im Garten eine Wohlfühloase zu schaffen, für euch selbst
und für unsere bedrohte Natur.